Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Creativerse auf dem Community Server 1.0. Bei unserem Community World. Ja, Community World. Ja, ihr habt gerade gehört, der Joker ist auch wieder dabei. Ja, wer denn sonst? Und wir stellen heute ein Projekt vor, das leider, muss ich sagen, leider demnächst abgerissen wird. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber der Platz ist irgendwie ausgegangen, weil Joker hier seinen großen Block dahin gebaut hat und den habt ihr ja am Mittwoch gesehen gehabt. Ja, und da haben wir schon gesagt, dass wir das zeigen werden da oben, bevor es abgerissen wird. Und da zu dem Block wollen wir heute mal hochgehen. Danach, weil ihr das hier jetzt auch schon seht, haben wir hinten noch das Häuschen. Auf dem Weg finden wir auch noch was und das werden wir auch noch vorstellen. Und schau mal her, ich nur mal kurz, gucke mal zu meiner Bruchbude kurz rüber. Ja. Ich habe jetzt doch mal ein paar schwarze Steinchen mit dran gemacht. Ja, und da unten sehe ich auch was. Ja, mein Großer wollte gerne mal ein kleines Häusle bauen. Aber dann, ja, war die Zeit doch schon ein bisschen zu knapp. Aber der wird da schon noch was fertig bauen. Ja, wollte unbedingt Creativerse auch mal ausprobieren. Ja. Also, vielleicht haben wir irgendwann mal hier sogar auf dem Server den Papa und den Sohnemann. Ja, mal schauen. Er hat mich gefragt gehabt, ob wie viel das momentan kostet, das Creativerse schon. Ah, voller große Minecraft-Lager, gell? Ja, aber wenn, dann vom Taschengeld, ne? Das heißt, das hier, oh, Papa spielt, ich krieg das auch. Nee, Taschengeld. Das soll er wieder warten, bis es im Steam wieder im Angebot ist oder so. Oder mehr Gartenarbeit machen. Hast du das gehört? Hast du das gehört, Sohnemann? Gartenarbeit ist zusätzliches Taschengeld. Ein bisschen mehr deinem Papa helfen und dann hast du das Spiel auch demnächst. So, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal da hoch. Genau, ich habe einen Teleporter mal hochgestellt. Weil dadurch, dass er abgerissen werden soll, hat unser lieber Vega, der leider nicht heute da sein kann, schon den Teleport und alles weggemacht. Ja. Aber es macht ja nichts. Ich meine, wir schauen uns das trotzdem mal an, bevor es abgerissen wird. Und das Erste, was mir auffällt, so vom Design her, sieht es aus wie, ja, wie ein modernes Haus, oder? Also... Ja, es ist ein bisschen einsturzgefährdet, lebensgefährliche Konstruktionen. Ja, da kann man ziemlich leicht runterfliegen. Aber wie gesagt, wir schauen uns halt hier eine Baustelle an. Und eine Abrissstelle. Ja, die demnächst abgerissen wird. Weiß nicht, ob er vielleicht sogar schon angefangen hatte, dass deswegen ein paar Teile fehlen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich meine... Wenn das für was Neues wieder braucht, dann kann das schon gut möglich sein, also. So, warte mal. Wenn wir hier rüber gehen, sieht man ja auch, dass hier ein Loch ist und das führt auch schon wieder nach unten. Ja, aber nicht ganz gar runter. So, dann schauen wir mal. Ah, ich gehe mal hier in die Mitte. So. Hat er eine kleine Grünfläche gemacht. Auf jeden Fall die Aussicht finde ich schon mal nicht schlecht. Also da drüben den Grand Canyon und da dann unten drunter das Meer, da kann man auch runterhüpfen. Das geht sogar. Ja, da haben wir ein paar Lichter. Das ist der blaue Schatten dann, den man unten sieht. Wäre aber, wenn du jetzt nur so schaust, ne? Grasfläche und dann nur das weiße Gebäude aus dem Limestone, ne? Mhm. Sieht das... Du hast recht, da schaut es aus wie so ein modernes Haus. Ja, so in der Art. Da müssten halt nur noch ein paar so Mauern ein bisschen weiter rausgucken oder so von einer Seite oder so, dann kommt es auf jeden Fall hin. Also sieht auf jeden Fall schnucklig aus. Definitiv. Und von der Mitte hat man gesehen gehabt, hier oben hat er seine Öfen drin. Wo man aber glaube ich nicht mehr hinkommt. Wie gesagt, alles ziemlich gefährlich hier. Ja, da ist so kleine Glasbarrikade. Ich meine, gut, wir haben ja Wasser unter uns, da kann nichts passieren. Außer wenn man zu nah an den Strand hinkommt. Da gibt's aber keine... Doch, da gibt's sogar eine Treppe nach oben. Na, Staune. Die habe ich gar nicht gesehen.
Eine Leiter, meinst du? Ja, eine Leiter hoch zu den Öfen. Und natürlich alle leer, ne? Weiß ich nicht, gucke ich auch nicht nach. Ich meine. Jo, sind leer. Ich habe hier gerade mal die ersten 4 Öfen mal durchgeschaut. Halloumi! Nächstes Mal. Verarscht. Verarscht. Nein, ich habe Lumi in der Tasche. In der Tasche? Hast du immer was zu naschen? Wenn du Lumi in der Tasche hast, hast du immer was zu naschen. So, dann schaue ich doch mal trotzdem hier, wenn man hier schon eine Leiter ist, da gehe ich doch mal gleich ganz runter. Ja. Okay, ist hier auch wirklich Glas? Ja. Sieht so aus zumindest. Ich gehe nur auf Nummer sicher, ne, dass hier irgendwo ein Loch drin ist. Da ist auch Glas und da sieht man auch die Viecher schön an den Bäumen, auf den Bäumen sich paaren. Okay, das sind jetzt dann die Tierpornos. Aber diese Aussicht da auch runter, ey, ist schon geil. Ich war hier schon mal oben, muss ich sagen. Ah, hier fehlt's Glas, Vorsicht. Ja, genau, da habe ich mich total gewundert, dass auf einmal Blumps war ich unten. Ich so, was ist das für eine Scheiße? Ja, habe ich sogar übersehen, dass da Glas nicht mehr ist. Also, aber es sieht schon geil aus. Also ich fand die Idee auf jeden Fall cool. Also auf in der Mitte fehlt auch hier der Stein. Ich habe C gedrückt. Also ich okay. Hab Grausch. Also ich. Aber du bist bei mir gerade ein absolut schwarzes Männchen. Ja, du bei mir auch. Das ist dann das Meter. Das da kriegt der Stein im Mod. Hast du den noch nicht gekannt, oder was? Nein. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Birdie der Fuchs. Da, der da. Birdie Fuchs war das. Aber so von der Gestaltung her finde ich schon cool. Also gefällt mir richtig gut eigentlich. Oh, da ist sogar eine Kiste. Da ist noch eine Truhe. Ja, ist sogar noch was drin, hey. Aber wir nehmen was natürlich drin? Nichts mit. Ja. Okay. Ich nehme natürlich nichts mit, ist ja klar. Nee, das machen wir nicht. Ehrensache. So, da komme ich jetzt wieder einen Stock weiter höher. Da bin ich über einen Schucker. Ach. Du. Ja, und die Aussicht ist natürlich Bombe hier. Wenn da jetzt Glas noch drin wäre und so weiter. Die Aussicht wäre Bombe. Also auf jeden Fall. Dem Grand Canyon und so, boah, sieht das richtig geil aus. Sieht richtig schön aus hier. Also mir gefällt es richtig gut. Ich find's schade, dass es abreißt. Also ich find's echt schade. Na, einerseits bin ich froh, da kann ich weiter ausbauen. Ja, ist klar, Joker denkt wieder an sich. Natürlich, ne? Ich war zuerst da hier, ne? Also. Er baut ja die ganze Zeit dann mal was, weißt du? Ich baue dafür Eis ab. Oh, immer diese Ausreden, ich hab's ja schon mal gesagt. Oder helfe bei anderen Projekten mit. Okay, da würde ich sagen, hier wären wir eigentlich so gut wie durch. Es ist ja nicht mehr so viel. Nö, eigentlich. Aber ich glaube, dann springe ich durch die goldene Mitte. Ach, da unten war ja noch so eine Etage, genau. Da war ja noch eine Etage. Die Aussicht ist richtig klasse, gefällt mir richtig gut. Die Idee finde ich klasse, super. Ich werde einfach mal hier runterspringen, da wo das Glas fehlt. Oder hinten? Den Weg? Ich spring durch die goldene Mitte. Dann dort voll gegen den Pfosten und. Ja, alles gut gegangen. Naja, bei deinem Glück bestimmt. Ja, deswegen springe ich hier. Oh, war richtig auf den Boden geflogen. Aber wir wissen ja, eine Pfütze, die tut ja alles heilen hier. So, ja, aber wir müssen. Ein Glas Wasser heben. Aber wir müssen erstmal da hoch, gell? Da. Warte mal, wo war das jetzt? Schau mal, da steht ein Teleporter wild in der Pampa. Das ist, glaube ich, ich weiß, von wem der ist. Psis. Das ist von dem Admin da von. Nein, das ist Psi. Psi? Okay.
Den also, habe ich aber auch noch nie auf dem Server hier gesehen, glaube ich. Ich nur einmal kurz, als wir den Server eröffnet haben. Also gebaut hat er, glaube ich, nichts, oder? Überlegt gerade, hat das Heiko oder hat das Psi gebaut? Ich weiß nicht, das Problem liegt, da ist auch kein Schild oder so, glaube ich, was darauf hinweist. Oder vielleicht können, doch jetzt. Können wir dann einmal schauen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier so eine Spawn-Pyramide. Wo normalerweise Tiere eigentlich spawnen nicht sollten. Wirklich, eigentlich nicht. Weißt du warum? Ich sehe gerade, das sind Obsidian-Brickwall. Also diese Obsidian-Wand. Okay, dann haben die halt... Da ist es doch keine Spawn-Pyramide. Weil darauf, auf bearbeitete Blöcke kann natürlich kein... Oh, kein Vieh spawnen. Ich habe immer gedacht, da kriegst du Corrupted Schaden, aber nein, ist doch nicht so. Aber die sehen richtig geil aus, die habe ich noch nie so von der Nähe gesehen. Kann ich die noch lernen? Oder habe ich die? Nein, ich nicht. Ah, ich glaube, ich habe die sogar. Ich habe die noch nie so von Nahen gesehen, weil das sieht richtig so geil aus, so wie Steinmetz irgendwie so abgeschnitten und geschliffen oder sowas in der Art. Sehen echt schon nicht schlecht aus. So blau und schwarz, das sind so meine Farben. Mal gucken. Mal gucken. Ja, also bei deinem momentanen Projekt, da passt das nicht wirklich dazu. Kommt drauf an, welcher Raum es sein soll. Wir reden natürlich von Hogwarts, weil das wissen wir ja schon. Okay, ein Snape sein Labor. Jo, also was haben Willkommen, wir hier? Ja, doch, es ist Heiko hier. Willkommen bei Heiko 27. Also, wir sind jetzt hier bei Heiko 27. Falls du es sehen solltest, du bist ja zurzeit nicht aktiv, leider. Ich glaube, das war Probleme mit dem Patch oder irgendwie sowas. Oder mag er nicht mehr oder so. Wenn du es siehst, wir schauen... Nein, keine Zeit. Keine Zeit hatte Heiko geschrieben bei uns auf der Facebook-Seite. Keine Zeit, okay. Ja, wie gesagt, Heiko, lieber Heiko, wir schauen uns dein Projekt natürlich trotzdem an, weil du auch so ein schönes Schild dahingestellt hast. Und dann schauen wir da auf jeden Fall mal rein. Auf jeden Fall von der Außenwand und so weiter, muss ich sagen, gefällt es mir recht gut. Ich bin gerade ein bisschen außen rumgelaufen, hat zwar auch wieder ein bisschen was von anderen Projekten gesehen, aber das stört ja nicht, weil früher oder später seht ihr sowieso alles. Das ist richtig. Aber es sieht so gemütlich aus, es sieht irgendwie so aus wie so eine Hütte. Hütte. Ja. Aber mir gefällt es ja richtig gut, also da würde ich auch drin wohnen gerne. Also Heiko, Schlüsselübergabe, wenn du nicht da bist, ne? Gefällt mir richtig gut, kannst du sofort an mich vermieten. Mir gefällt das echt richtig gut. Aber wollen wir auch mal reinschauen, wie es drin ausschaut? Natürlich, schauen wir mal rein. Oi. Wow. Sieht eigentlich recht gemütlich aus, muss ich sagen. Heikos Teleporter. Einen schönen Platz da reingestellt. Zwei Bücherregale. Weißt du, was da mir fehlt? Ein Ofen. So ein Schild. Da steht noch einer. Nein, nicht so ein Ofen halt, weißt du schon. So ein Kamin meinst du? Ja, so ein Kamin halt. Der würde mir hier richtig fehlen. Aber wer vielleicht weiß. Hat er hier oben was. Ja, genau. Ich habe das mal umgebaut gesehen. Ne, da ist nur ein Bett. Okay, hier ist ja nur ein Bett und hier geht's noch auf den Balkon raus. Ja. Aber schöne Aussicht, muss ich sagen, also. So? Gefällt mir echt gut. Aber ich steig ihm auch einmal aufs Dach. Ein roter Strahler und zwei blaue. Deswegen die schönen Farben da oben. Einer blickt zum Canyon rüber. Und hier sieht man noch andere schöne Sachen natürlich, die wir im Laufe der Zeit sogar noch angucken werden. Aber was ihr halt von hier aus schon mal seht, es kommt noch vieles. Das stimmt allerdings. Viele schöne große Projekte. Da hinten zum Beispiel seht ihr auch schon so ein Teil was davon. Da den Leuchtturm seht ihr natürlich auch, aber da kommt noch einiges mehr dazu. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und deswegen auch ein ganz großes Dankeschön an die Leute, die hier natürlich fleißig arbeiten, dass wir auch immer was zum Vorzeigen haben.
und auch an ihren Projekten halt weiterarbeiten. Also ein richtig schönes Dankeschön. Herzlichen Dank dickes, dafür. Fettes Lob, auch was ihr baut, das ist Hammer. Ja, da fehlen mir ab und zu mal so wirklich die Kreativität oder die Gedanken dafür. Aber wie gesagt, ey, schau dir das mal an. Hier sind lauter so Dinger drin, dass der Schornsteinfeger auch leichter hochkommt zum Schornstein. Okay, welcher Schornstein? Ja, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen. Aber der rote Strahl, okay. Aber auf jeden Fall wirklich ein ganz großes Dankeschön an unsere Community. Und ich bin echt stolz drauf, zu sagen zu können, ja, was hier alles draus geworden ist und so. Das ist echt schon mega, mega geil. Habe ich mir nie so erwartet. Wobei wir ehrlich sagen müssen, wir hatten auch unsere Bedenken. Das ist richtig. Aber das ist ja immer so, wenn man was Neues anfängt oder was Neues ausprobiert oder so, dann hat man ab und zu mal Bedenken. Ich meine, man hat es bei anderen Let's Playern irgendwie gesehen, dass es auch Idioten gibt, die Projekte einfach kaputt machen, nur weil sie Bock drauf haben oder so. Und bis jetzt, muss ich sagen, haben wir keinen davon auf dem Server. Wir haben wirklich alles nur sehr, sehr gute Leute und die mit Spaß an der Sache dabei sind. Und wenn ihr auch Fragen habt, die sind auch immer hilfsbereit. Ja, genau. Also die helfen auch immer gerne. Unser Maulwurf zum Beispiel, der tut so viel Steine und was weiß ich raushauen. Das ist dann für die Gemeinschaft. Also jeder kann da was wegnehmen. Das ist natürlich auch super klasse. Oder andere haben natürlich auch andere Vorzüge. Oder wenn man mal nicht weiter weiß, dann fragt man einfach mal Nox zum Beispiel. Oder die Nano. Wie kann man sowas machen? Die können euch dann richtig gute Tipps geben und so. Das ist richtig klasse. Also wenn ihr Bock habt, auch Teil der Community zu werden und Creativerse habt, Joker0703 in der Suche eingeben, Community World 1.0 als Server auswählen, Passwort YouTube. Ihr seid halt am Anfang nur Zuschauer, könnt noch nichts machen, aber es ist meistens irgendeiner da, der kann euch auf jeden Fall freischalten. Alternativ einfach eine Anfrage stellen, dann schalte ich auch noch frei. Von daher, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, wenn ihr auch so fleißig dran dabei seid, freuen wir uns natürlich darüber. Und dann könnte es ja sein, dass wir eure Projekte auch hier auf dem Channel zeigen. Und wenn euch das jetzt alles so viel Spaß gemacht hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Ist natürlich kostenlos. Und wir würden uns auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Natürlich. Und wenn ihr Vorschläge habt oder so, was man vielleicht verbessern könnte, was man vielleicht bauen könnte oder so, als her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, über jeden Kommentar oder jedem Video. Und wir leiten das auch gerne an die Leute weiter. Ganz genau, weil ich habe zum Beispiel auch schon via Steam, haben mich Leute angeschrieben, haben gesagt gehabt, lobe mal den, lobe mal die. Was sie vom Video gesehen gehabt haben, ist alles weitergeleitet worden. Und meine Arbeitskollege zum Beispiel, der lobt auch immer die Leute und ich sag das dann auch natürlich weiter, was ihm gefallen hat und so weiter. Das ist natürlich Ehrensache, klar, logisch. Also euer Lob wird auf jeden Fall weitergeleitet, definitiv. Ja, weil wir ja auch viel im TS miteinander alles sind und da läuft es halt auch einfacher. Auf jeden Fall eine schöne Gemeinschaft geworden. Richtig. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an der Stelle. Es hat uns auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, ein neues Projekt zu zeichnen oder zwei neue Projekte zu zeichnen. Das eine wird ja leider abgerissen, aber mal schauen, was als nächstes bei ihm kommt. Da sind wir auch schon gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member. Und euer Joker. Bibi und ciao.